Chef. Peter nennt er sich erst seit ein paar Jahren, denn er kommt ursprünglich aus Russland. Damals hieß er Piotr, aber in Amerika läuft das völlig unproblematisch ab. Wer erst einmal den amerikanischen Pass hat, und das ist bei ihm der Fall, der kann ganz unbürokratisch seinen Namen ändern. Also in diesem Fall Peter, kommt auch in Amerika etwas lockerer über die Lippen. Naomi Lang und Peter Tschernyshev haben hier den 11. Platz belegt in der Eistanzkonkurrenz. Das ist das sogenannte Hydroblading, erfunden von den kanadischen Eistänzern Shay Bourne und Victor Kratz. Shaylin Bourne und Victor Kratz haben das also hier kultiviert, und das findet natürlich oft Nachahmer. Verlangt eine ganz besondere Technik und natürlich ein exzellentes Balancegefühl, das konnte man gut erkennen. Natürlich ist ausgefeilte Technik gefragt bei diesen Hebungen. Im Eistanzen ist es ja mittlerweile auch so, dass 5 bis 7 Hebungen in einem Programm vorkommen müssen. Da lassen sich gut Unterschiede erkennen. Und das war ganz erstaunlich, dass sie hier das komplette Kürprogramm gezeigt haben, also 4 Minuten lang, zum Titel Parisian Walkways von Gary Moore. Aber sie sagen sich, wir nutzen die Gelegenheit. Das schaffen wir so schnell nicht wieder, dass wir bei einer Weltmeisterschaft oder gar Olympischen Spielen es hier schaffen, bei der Creme de la Creme mitzulaufen. Mit dem 11. Platz ist das normalerweise nicht möglich, aber sie genießen natürlich hier das Privileg der nationalen Meister. Also, da drückt man ein Auge zu. Das ist auch ganz im Sinne und im Stil des Protokolls. Hier nochmal schön zu sehen. Also dann, wenn man fast parallel zum Eis über den Boden schleicht und läuft. Sie sehen, das ist der Schwerpunkt unten auf der Kufe. Und da muss ich alles hin orientieren.